Nochmals. Neuere Geschlechter- und Körpertheorien würden damit nicht glücklich werden. Also da ist ja eher das Interesse, wirklich dieses Begriffliche aufzulösen. Also wenn wir in non-binären Kategorien denken, dass es das eben gar nicht mehr gibt. Beispiel nicht organisches Wachstum. Dann haben wir keine Einheit einfach so. Dann haben wir einen Zustand und dann kommt etwas Neues dazu. Und dann haben wir dort etwas Binäres, etwas im geistigen Duales. Und das sind dann Prozesse, die dort ablaufen nach bestimmten Regeln der Wissenschaft zum Beispiel. Und dann kommt man dann wieder über eine Konsensbildung dann zu einer neuen Einheit. Aber das muss dann wieder errungen werden. Und dort sehe ich zum Beispiel jetzt ein typisch männliches Element, das man dann eher ausblendet, wenn man dann nur mit Gender argumentiert oder eben sogar mit einer Gleichmacherei schlussendlich, wo dann Entwicklung dann zum Beispiel gar nicht mehr stattfinden kann, sondern nur noch ein Drehen im Gleichen, das auch seine Qualitäten hat. Und das ist kein Klischee, ich würde das einfach als eher weiblich eben bezeichnen. Und das sind Archetypen, die man, und zwar immer noch globale Archetypen tatsächlich, die wir aufzeigen können aus der historischen Entwicklung. Und Begriffe dürfen doch, meine ich, eine historische Wurzel haben, wenn dort irgendwo wie der Kerngehalt von etwas dann drin erhalten ist und transportiert wird. Und beim Binären, also Frau Sophie Wennerscheid hat sogar gesagt, das Binäre aufzuheben, also wo wir im Materiellen drin sind, oder? Also das kann, ich sage jetzt, nur von einer Kulturwissenschaftlerin kommen, oder? Sicher nicht von der exakten Wissenschaft, oder? Die materiellen Unterschiede sehr wohl differenzieren kann, oder? Muss auch, und sagen muss, also auch wenn wir selber in einen Druck hineinkommen und uns entscheiden müssen, oder? Es gibt ein schönes Beispiel gerade mit Frau Röllin, Olivia und Herrn Andreas Weber, wo Frau Röllin ihn am Schluss dann in ein Dilemma hineinbringt, oder? Er müsse sich entscheiden, oder? Das ist dann das materiell werdende Duale, oder? Dann hat er dann wirklich ein Binäres dann. Er müsse sich entscheiden zwischen einer Frucht des Baums des Lebens oder des Baums der Erkenntnis, oder? Und er hat sich wirklich in dieses Dilemma hineinjagen lassen, dann auch noch in der Drucksituation. Ich glaube, sie hat sogar noch gesagt, man habe nicht mehr viel Zeit am Ende der Sendung. Und er hat sich dann wirklich, er ist gestolpert und gefallen, oder? In meiner Ansicht, Sie finden dazu ja auch in einem meiner letzten Videos, meine Begründung. Da sehe ich jetzt wirklich keinen Widerspruch. Und wenn man in der Lage ist, einen geeigneten Standpunkt einzunehmen und von dort dann die Gesamtschau eben hat, dann ist man frei. Wir müssen geistig aus dem Jenseits schauen und materiell aus dem Ursprung. Als wir noch keine Sprache hatten, als wir noch eher eben so im Grenzbereich Tier-Mensch waren, da haben wir das Ganze. Da
Da ist noch nicht einmal eine Trennung mit begriffen, oder? Und diesen Standpunkt, dieses Bewusstsein, diese Existenzform, die können wir wieder einnehmen, wenn wir wieder elementar-schamanisch leben. Das würde ich Ihnen sehr vorschlagen. Das ist mein Weg. Und dazu gibt es auch eine Wissenschaftstheorie, und darin wird der Dualismus tatsächlich aufgehoben, auch in der Wissenschaftstheorie. Aber das kann man nicht einfach nur die Begriffe verwischen oder neue Begriffe formen, und dann da wird man nur ungenau, bis eben blind. Das darf überhaupt nicht sein. Also da möchte ich jetzt wirklich denjenigen, die mit diesen neuen Geschlechter- und Körpertheorien kommen, also wirklich sehr ins Gewissen reden, oder? Sobald wir im Materiellen sind, wird es unheimlich schwierig, das Binäre aufzulösen. Es gibt noch eine Möglichkeit, aber das ist auch wieder im Bereich, also gut, der Betrachtung, aber sobald wir natürlich im Reflektieren sind, Theorie sind wir natürlich im Betrachten und dann bereits eigentlich außerhalb des Materiellen, weil, also ich bin mir bewusst, dass wir aus dem Geist ins Materielle hineinschauen, und ohne Geist funktioniert überhaupt nichts in dem Sinne, wie wir als Menschen eben operieren und sind, oder? Also, wenn wir aber vom Ursprung her, von der Wurzel her schauen, in das Materielle hinein, dann haben wir noch die Möglichkeit, eben Einheit zu sehen und die Einheit, die es tatsächlich gibt, zu sehen. Also der Geist, wenn er ganz am Anfang des jetzigen, dieser kosmischen Ausbreitung, die wir haben, also seit diesem Urknall, oder im Moment des Urknalls, dort haben wir die Einheit, auch im Materiellen. Aber nachher bereits gibt es sofort tausend und tausend hoch tausend Dinge. Das Materielle ist sehr anspruchsvoll, und ich bitte Sie, dort wirklich genau zu sein. Aber die Bemühung um die Einheit, die ist auch ganz entscheidend. Wir sehen das, weil der Geist ist im Sozialen nur noch mit dem Materiellen verhaftet, dass wir am Zerfallen sind und eben die Probleme nicht mehr lösen können, die wir nur gemeinsam lösen können, oder? Das ist dann eben der Materialismus respektive Physikalismus. Also es ist alles sehr spontan jetzt. Ich möchte das eben gerne. Es gibt eine schamanische Wissenschaftstheorie, die ich ausbreite in meinem neuen Buch. Das ist am Entstehen, das ist das da, das heißt Erschaffen in Trance, wie wir seit Urzeiten schlimmste Krisen meistern. Auf der Rückseite, also das sind zwei Bücher in einem, oder? Und auf der anderen Seite haben Sie die kosmetischen Reisen, was eigentlich kosmische Reisen sein sollten. Da kommen eben alle die Abspaltungen, die wir hatten. Es gibt sie im Zen, wo eigentlich Einheit auch noch sein sollte. Es gibt sie im Yoga, eigentlich auch Einheit sein sollte. Ist aber, gerne Bezug nehmen noch auf Herrn Sobisch.